Guten Abend, wir begrüßen Sie zur Zeit im Bild. Für die Regierungsspitze Österreichs heißt es derzeit warten auf das Corona-Testergebnis. Denn ein enger Mitarbeiter des Bundeskanzlers wurde positiv auf das Virus getestet. In Paris gilt ab heute die höchste Warnstufe. Was das bedeutet, wie die Menschen darauf reagieren, das wird uns gleich unsere Korrespondentin berichten. Und Pistensperre möglich im Skigebiet Axamalizum überlegt man in dieser Saison erst gar nicht aufzusperren. Das Wetter wird sonniger und milder. Der weltweit momentan prominenteste und auch umstrittenste Corona-Patient ist wohl Donald Trump. Wie